You, Miss Busybody, strike me as devious, underhanded, unkind. Likely in need of treatment, I dare say. Why not consider yourself admitted? Admitted? She can't... She's gotta be crazy. Hallo alle zusammen und willkommen zu einem weiteren Part von Lost Within. Wir haben Episode 2 hinter uns gebracht, bestehend aus 5 Kapiteln. Haben wir soweit durchgeschafft und jetzt haben wir Episode 3, bestehend aus 4 Kapiteln. Wie viele Parts wir dafür brauchen werden, weiß ich noch nicht, das werden wir jetzt sehen. Also wir haben auf jeden Fall insgesamt, glaube ich, 8 Parts. Also es sei denn, ich korrigiere jetzt hier nochmal die Partnummer, dann wahrscheinlich nicht, aber soweit ich mich erinnern kann, haben wir jetzt 8 Parts hinter uns gebracht. Das heißt, das müsste der 9. Part sein, wenn ich mich nicht täusche, muss ich aber nochmal nachschauen und dann noch korrigieren. Aber falls das alles seine Richtigkeit hat, ist das hier Part 9. Das heißt, wir sind auf jeden Fall sehr gut dabei und wir werden auf jeden Fall weitermachen mit dem Spiel. Kurze Anmerkung, wir haben bisher 2 Protagonisten gespielt, einmal den Deputy Pierce und einmal den Feuerwehrmann Wade. Und jetzt bekommen wir in dieser Episode einen neuen Protagonisten. Wer das sein wird, das werden wir in diesem Part herausfinden und auch was ihre oder seine Aufgabe sein wird, das werden wir auch herausfinden. Und auf jeden Fall fehlt noch ein weiterer Geist und ich vermute, dass es die Leiterin sein wird. Die Klinikleiterin Voss, aber bestätigen kann ich das nicht. Und natürlich soll das Ganze spoilerfrei bleiben. Okay, genug gebrabbelt. Wir wollen uns erstmal hier das hier durchlesen. Der Geist ist eine Welt für sich, in der die Hölle zum Himmel und der Himmel zur Hölle werden kann. John Milton, ob er damit recht hat? Naja. Wir wollen auf jeden Fall dieses Rätsel um den Irren namens Bertrand auflösen. Wenn wir das denn können, wenn wir das denn dürfen. Ob das kommt ganz auf die Story des Spiels an, ne? Okay. Braun Strowman. Demolition officially starts in an hour, but I've got some time. The foreman owed me a big favor. Still, watch your step, Ruth. Can't have the DA embarrassed because her top investigator was caught trespassing in this backwater dump. Yeah. An anonymous caller said they found evidence of child patients gone missing. Proof that Ethan Weatherby was responsible. The tip could be a total bust. The connection was bad, but he sounded young. Not enough for a warrant, but it's enough for me. DA's been trying to indict Ethan Weatherby for years. I want to see justice done. Wow. A policeman, a fire chief, and now some busybody investigator. That boy has a lot of friends. What? Why would anyone be here? I'll tell the foreman on my way out. I'm getting what I came for. Tja. Kannst ihn von mir grüßen. Ja, ihr habt es richtig jetzt mitbekommen. Diesmal ist es kein Protagonist, sondern eine Protagonistin. Tun wir auch mal was für die Frauenquote. Also hier können wir noch nicht rein. Hier findet ja quasi immer das Ende eines Kapitels statt. Die Ruth. Und sie ermittelt jetzt. Wird sie herausfinden, was mit Pierce und Wade passiert ist? Kinderabteilung. Wir werden es herausfinden. Und natürlich müssen wir wieder neuen Stuff sammeln, weil der Wade ist natürlich nicht mehr da. Ob er noch am Leben ist, wissen wir nicht. Ich habe kein gutes Gefühl. Von daher, aber mal schauen.
So, Datum der Aufnahme 22. Dezember 1969, Aufnahmenummer 10.0085, primäre Störung geheim. Anordnung unterzeichnet von geheim. Name Bertrand Doe, das heißt der Nachname war gar nicht bekannt. Deswegen das Doe, in Anführungszeichen, verstehe. Alter 8 Jahre, Gefahr für sich selbst und oder andere, nein. Nicht bekannte Verwandte, geheim. Äußeres Erscheinungsbild, weißhäutig, durchschnittlich. Durchschnittlich gebaut, wohlgenährt. Notiz, Aufnahmebericht ist durch die Vollzugsanordnung erlassen. Zusätzliche Dokumentation ist durch die Vollzugsanordnung erlassen. Zusätzliche Information bezüglich dieses Patienten ist unter Verschluss. Interessant. Und wir bekommen sehr viele Heil-Items. Das gibt ein bisschen Grund zur Sorge. Wir dürfen nicht die Wesen vergessen, die wir in den letzten Parts getroffen haben. Die neuen Gegner, sozusagen. Die werden uns auf jeden Fall nochmal Gesellschaft leisten. Zumindest habe ich das Gefühl. Genauso war es ja mit den Brandgeistern. Mit den Feuergeistern. So. Oh, wir haben so viele Möglichkeiten jetzt. Ich weiß gar nicht, wo ich als erstes reinschauen soll, ohne dass ich irgendwas triggere und dadurch nichts mehr herausfinden kann. Gut. Hier ist sehr viel. Hier ist ein Schlüssel. Hier ist... das Buch können wir nicht... Da können wir nicht mit interagieren. Und hier haben wir wieder ein Dokument. Oberschwester Sick von Schwester Hainsworth. Dezember 1969, Antwort noch eine letzte Sache. Lacey, noch eine Sache. Sicher wollen Sie die Kombination des Safes im hinteren Büro haben. 216, müssen wir uns merken, aber können wir uns wieder auch anschauen. Ich überlasse die Entscheidung, Ihnen die Kombination der neuen Schwester zu geben oder nicht, wenn sie ankommt. Schwester Hainsworth. 216, gut zu wissen. So, wir können das hier craften, aber Tarnung können wir noch nicht. Sehr bedauerlich. 216. So, hier ist nichts. Hier ist ein Dokument. Oberschwester Sick von Schwester Hainsworth. Dezember 1969. Anonym. Lacey, komm schon, was soll das? Das brauche ich wirklich nicht. Bertrand Doe, wir schreiben nicht das Jahr 1891. Wir verbergen die Namen nicht mehr. Okay, confirmed. Dieser Name, also der Nachname ist sozusagen nur so ein Platzhalter-Nachname, weil sie den richtigen Nachnamen nicht kennen? Keine Ahnung. Was soll er bedeutet, dieser Stempel geheim, überall in seinen Einweisungspapieren? Habe ich mir auch gerade vorhin gewundert. Ich habe die Akten angesehen, dieser arme kleine Achtjährige sollte nicht hier drin sein. Versuchsperson? Er sollte im Gymnasium sein, sein IQ ist überdurchschnittlich. Okay. Ich habe keinen Doktortitel, aber ich kann dir sagen, dass dieses Kind ganz normal ist. Er ist in Panik und einsam, das ist alles. Aber keine Sorge, ich werde keinen Ärger machen, ich kümmere mich um ihn. Ich gehe in 3 Tagen in Pension, ich brauche keine Probleme mehr, Schwester Hainsworth. So. Hier gibt's wohl einige Geheimnisse, was? So, wie ich sehe, hier kommen wir wieder raus. Das heißt, es ist quasi ein Raum mit 2 Türen gewesen. So, okay. Okay, das. Hier brauchen wir den Schlüssel. Tür entriegelt. Dann wollen wir mal. Durch? I don't know. Warum fühle ich mich, aus irgendeinem Grund fühle ich mich beobachtet? Ich weiß nicht warum. Nennt mich verrückt. Nennt mich krank. Ich habe kein gutes Gefühl. So. Ein bisschen Stuff wieder gesammelt. Ein Schnipsel. Das heißt, uns fehlt noch das letzte Schnipselchen. Und ich glaube, wir bekommen das letzte Schnipselchen. I always loved you best. Loved you best. Okay. Moment mal. Jetzt verstehe ich das. Das ist das Bild im Gewächshaus. Das ist das Bild im Gewächshaus, Leute. Höchst interessant.
So. Aber was hat das zu bedeuten, Kinderabteilung weiterhin? Was hat das zu bedeuten? Esther oder Esther? Hier, Schwester Hainsworth. Ich habe erfahren, dass Sie meine Vertreterin in der Kinderabteilung sind. Ich möchte Ihnen einen kurzen Überblick über Ihre neuen Aufgaben verschaffen. Sie alle sind gute Kinder, so gut Sie eben können. Das Leben war nicht immer leicht für Sie. Bevor ich mit den üblichen Patienten beginne, möchte ich Ihnen mehr über das neue Kind erzählen. Bertrand Doe. Achten Sie auf ihn, Esther oder Esther. Irgendetwas stimmt mit ihm nicht. Bertrand sollte nicht hier sein. Okay, beginnen wir ganz am Anfang. Bibi Brightson. Wie die meisten Kinder hier, der Kinder hier, Punkt, Punkt, Punkt. Ja, weiter geht's nicht. Dokument beschädigt. Ob wir hier noch an mehr Dokumenten rankommen, weil das ist interessant mit Bertrand. Und würde eventuell seine Störung erklären. Was? Voss. I am Administrator Voss. I do not permit intruders in the children's ward. The poor dears are fragile. They require kindness. You, Miss Busybody, strike me as devious, underhanded, unkind. Likely in need of treatment, I dare say. Why not consider yourself admitted? Admitted? She can't... She's gotta be crazy. You've dealt with crazy before. It's not like she can lock you up. Get what you came for, and get out. Good thing I scoped the floor plans. There's another way to the children's ward. Through the greenhouse. Ganz schön smart. Greenhouse. Das Gewächshaus, wie ich schon gesagt habe. Das Foto hier, wenn wir jetzt noch das letzte Schnipselchen bekommen. Das ist das Foto im Gewächshaus. Und das ist Voss. Und ich würde gerne wissen, was Voss mit Bertrand zu tun hat. Who are you? Shit. What do you want? Okay, this is too much. Way too much. Time to get out of here. Maybe later you can call in some favors. But for now, get out. Neues Ziel, verlasse die Anstalt. So schnell? The greenhouse. Da können wir doch gar nicht durch. Get out the way you came in, Ruth. Ja, wo ist denn hier der Eingang? Ist das... Verwaltung. Ja, die hier war der Eingang. There's my exit. What? What? What is this? A haunted house? It's not ghosts. What the... Komm, renn! What the hell was that? Help me, please. That sounded like a kid. Like the caller. Please, I need your help. It's you, right? You're the one who called me? Offensichtlich. The madman is everywhere, habe ich gerade gelesen. An der Wand. Die Stimme. What is going on in here? That was our nurse. She disappeared when the angel came. Who are you? What do you want? What you want? You came here looking for secrets, right? I can help you find the children. You know where the bodies are? We're all here because of secrets. I know where they're buried.
Wer weiß. How would he know any of this? He's a kid. And the only lead I've got. Better follow him. Not like I've got a lot of options. Tja. Ich bin dem Jungen gefolgt. Der Irre hat auf mich gewartet. Ich hoffe, dass die Verstärkung bald eintrifft. Falls sie nicht bald kommt, sterben wir alle. Deputy Chuck Pearson heißt er nicht Pierce. Oh Mann, manchmal habe ich ihn Pearson genannt, manchmal Pierce, aber Pearson war das. Wie gut, dass ich hier nochmal einen Reminder bekomme. Und hier. Seht ihr? Identisch. Zufall? Ich glaube nicht. Pull it together, Ruth. Let's go. Das sieht nach Voss aus. So, Lumpendraht, ja, und wir können craften. Oh, sehr gut. Hervorragend. Damit können wir bestens auf unsere Gesundheit achten. Schnipselchen haben wir ja schon bekommen. Ich weiß noch nicht, wo ich lang soll. Wobei, wir können ja nicht weit. Hier gibt es ja sonst nichts, also müssen wir nach oben. Schwester Hainsworth half mir, mich einzuleben. Sie liebt offensichtlich die Kinder. Ich hoffe, dass ich so nett zu ihnen sein kann, wie sie es war. Ich will den Kleinen wirklich helfen, sie behüten. Es gefällt mir hier in Weatherby. Draußen gibt es ein schönes Gewächshaus. Niemand benutzt es, deshalb betrachte ich es ein wenig als das meine. Ah, die Schwester von vorhin, von der Vision, die wir hatten. Dort habe ich Ruhe, um zu schreiben. Ich kann dort meine Pflanzen anbauen. Ich liebe es wirklich, mich um Pflanzen zu kümmern. Sie sind wunderschön, machen aber auch eine Menge Arbeit. Es bedeutet einen gewissen Aufwand, sie ordnungsgemäß zu pflegen. Eschda, 1969. So, und hier haben wir das hier. Okay. In Ordnung. Ja gut, dann können wir nur hier durch. Wenn du weitermachst, gibt es kein Zurück. Okay. So, jetzt sehen wir nochmal hier die sie komplett in voller Lebensgröße. Kapitel 2. Schon Kapitel 2, das geht aber schnell. Als Ermittlerin habe ich viele seltsame Situationen erlebt. Aber dies hier ist mehr als seltsam. Ich kann nicht zurück nach draußen. Dunkle Gestalten sind hinter mir her. Ich sehe Visionen aus der Vergangenheit. Und ein seltsamer Junge in den Wänden behauptet zu wissen, wo die Leichen sind. Ermittlerin Ruth Wicks. Sorry. Ich wusste gerade ein bisschen. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Ah. Don't listen to Voss. She lies. Attention, Miss Busybody. Stay away from the children or face the consequences. I am their guardian. Interessant, was sie da sagt. Ihr Schutzengel? Engel? So, das hier. Oh, jetzt ein Schlüssel. Kann man leicht übersehen, aber Gott sei Dank wurde darauf hingewiesen. Deswegen ist das schon okay. Wo soll ich jetzt als erstes hin? Achso, wir würden sowieso nicht weiterkommen. So. Tarnung ist perfekt. Die brauchen wir definitiv. Bei den Gegnern. So, dann das hier und dann das hier und dann das hier, alles klar. So, ein Dokument. Vater hat mich in die Anstalt gebracht. Er sagte mir, dass ich jetzt tot sei, aber in der Anstalt weiterleben könne. Für immer. Vater hat ihnen Lügengeschichten über mich erzählt. Sie haben ihnen geglaubt. Ich weiß, weshalb sie ihm glaubten. Es schmerzt so sehr. Bertrand. Wer ist der Vater? Wer ist der Vater vom Kind? Das würde ich zu gerne wissen. So, erstmal das hier. Wichtig. Ganz, ganz wichtig. Warum hat der Vater das getan? Und warum hat Voss das befürwortet? Warum macht Voss das überhaupt? Ich würde es zu gerne wissen. Er kann mich unmöglich angreifen. Er folgt mir auf Schritt und Tritt, ne? Ah!
mir schon jetzt auf die Nerven. Du kleines, ekelhaftes... Ich will das Nest der Schnäpselchen. Aber die hindern mich daran. Ja. Ich muss mich auf jeden Fall nochmal umschauen. Es besteht die Gefahr, dass ich was verpasst habe. Achso. Oh ja, sehr gut. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Ich muss gleich wieder zurück. Aber ich habe nicht genügend Waffen. Oder Tarnungen, weil das kann lange dauern. An diesem riesigen Ort bekommt man Angst. Er ist sehr traurig. Menschen weinen und schreien Tag und Nacht. Vater ist nicht zurückgekommen. Ich habe nicht getan, was Vater gesagt hat. Er hat es erfunden. Sie lügen alle. Sie haben mich heute Nacht in die Kinderabteilung gebracht. Werden die anderen Kinder nett zu mir sein, Bertrand? Die Schwester wusste Bescheid, deswegen wurde sie aus dem Weg geräumt. Children are such delicate flowers. They thrive on kindness. They need protection. I told you to stay and stay you shall, like here, forever. Your kind cannot be trusted to wander about. Was? Whoever you are, why are you doing this? This can't get much worse. The demolition. They're supposed to wait. Why didn't they wait? I don't want to die in here. Look around, Ruth. There has to be a way out. Bertrand? All dust is up. Deputy Pearson, Fire Chief Wade, and Investigator Ruth team up to stop a killer who threatens the city. Okay, Bertrand. Lights out. Wheelchair Man has a name? He ought to be called TV Man. He's always watching the same old show, Justice Hour. Wasn't that canceled, like, years ago? Er ist nicht verrückt. Er ist ganz und gar nicht verrückt. Who's doing this to me? In here. Verdammt, ich kann nicht mehr zurück. Verdammt. So ärgerlich. So, und zum ersten Mal kommen wir hier durch. The man in the wheelchair, Bertrand Doe? Are you doing this? Me? No. But I found something. This way. Hier ist mal gar nichts. Und dann geht's hier nach unten. Hier geht's auch nicht lang. Oh Mann, Leute, ich weiß nicht, ob ich das Schnipselchen verpasst habe. Das wäre so ärgerlich, wenn ich das letzte Schnipselchen verpassen würde. Aber vermutlich habe ich das schon längst. Bertrand, every day, he watched his TV show pretending to be broken. He was hiding, in plain sight, unseen. At night, Bertrand hunted monsters. Monsters who had hurt him, and his friends. Bertrand became a monster. The Madhouse Madman. He was real. He really butchered people. How do you know this? I watched him do it. So will you. Das macht mir ein bisschen Sorgen, wenn er sagt, das wirst du auch sehen. Ja. Ich habe kein gutes Gefühl dabei.
Judgment Foss. Sie ist die nächste. Ja, sie ist der Geist, definitiv. Großes Verbrechen, Schutz der Unschuldigen. Schuldig, ihre Medizin macht langsam, sodass sie nicht vergisst, okay. Tja, Judgment on Voss. Wenn du weitermachst, gibt's kein Zurück. Ich habe keine andere Wahl, ne? Das ist mies. Ich hoffe, ich krieg noch das letzte Schnipselchen. Ich hoffe es. Wir sind noch Kapitel 2. Es besteht noch eine Chance. Der Abriss hat begonnen. Sie sollten doch warten. Diese Verrückte hat mich in ihren Trakt eingesperrt. Ich bin geflohen, indem ich in die Vergangenheit gereist bin. Wer oder was immer dieses Kind ist, es hat recht. Es kennt Geheimnisse. Es weiß viel über den Irren aus dem Herrenhaus. Ermittlerin Ruth Wicks. Entdecke das Geheimnis des Jungen. Rotes Licht. Werden wir also das Geheimnis hinter dem Geheimnis. What the heck? Komm. Komm, Leckerli. Deswegen habe ich ihn besiegt. Für nichts und wieder nichts. Ich mich auch aufheben können. Aber nee, ich muss ja Ressourcen unnötig verbraten. Jetzt habe ich den Salat. Habe ich denn irgendwas, womit ich ihn... Na. Keine Tarnung mehr, kein gar nichts mehr. Großartig. Das ist toll. Okay. Ich habe kein gutes Gefühl, was das Schnipselchen betrifft. Verdammt! Darum hätte ich ja nicht wissen können. Was ist hier los? I never laid a hand on them. On anyone. I had other people for that. Other methods. Ja, ja, das haben wir schon bemerkt. Unter anderem sie bei lebendigem Leibe verbrannt. Sie aufgeschlitzt. Gehirne abgenommen. Alles schon erlebt. Alle beziehungsweise gesehen. Liebes Tagebuch, ein neues Kind ist heute in den Trakt gekommen. Sein Name ist Bertram. Ich dachte, das ist Bert oder Bertrand. Ich bin mir nicht sicher. Ist Bertram vielleicht sein richtiger Name? Ich fragte ihn, aber er antwortete nicht. Er hat geweint. Ich sagte ihm, dass alle Kinder am Anfang viel weinen, aber es wird besser, auch wenn es hier nicht immer schön ist, weil die Schwester sehr nett ist. Er hat weiter geweint, armer Bertram. Ich werde versuchen, nett zu ihm zu sein. Die Schwester will, dass wir alle nett sind. Deine Freundin Baby. Bebe. Bebe. Die Freundin Bebe. All patients to the basement. We have another intruder. Nein, sie holt ihre komischen Geist raus. Didn't anyone tell you not to go into the basement? That's where the boogeyman lives. Oh, okay. Oh, da sind wieder Versuchsobjekte.
Um es mal so zu sagen. Ich glaube, hier war ich schon, ne? Ja, hier war ich schon. Jetzt muss ich mir was ausdenken. Ich muss sie ablenken. Ich denke, das ist die einzige Möglichkeit. Weil es gibt vielleicht noch eine Chance. Hier unten. Ach, das sieht gar nicht gut für mich aus. Schon wieder. Ich wünschte, ich wäre die. Ich dachte, ich wäre die los. Ich hasse es. Ist der hier drin? Ist nicht hier drin. So, was haben wir hier? Oh ja. Gerne, das lieben die. Das ist pure Erotik. Wer was anderes behauptet, der lügt. Okay, liebes Tagebuch, der heutige Tag hat sich in einen guten. Der heutige Tag hat sich in einen guten Tag verwandelt. Ja, ich hab gerade irgendwie einen Denkfehler gehabt. Denn ich habe einen neuen Freund. Übrigens, sein Name ist Bertrand, nicht Bertram. Er hat schlecht angefangen, da ich nicht schnell genug war und Pfleger Jackson mir wieder eine Lektion erteilen musste. Pfleger Jackson mag es nicht, wenn er mir eine Lektion erteilen muss. Es macht ihn wütend. Dann plötzlich sprang Bertrand Pfleger Jackson an. Pfleger Jackson wirbelte herum und fluchte eine Menge böser Worte. Ich glaube, dann biss Bertrand Pfleger Jackson, weil dieser laut aufschrie und die Schwester es hörte. Als die Schwester kam, musste Pfleger Jackson den Trakt verlassen, denn er ist ein inzüchtiger Idiot, der nichts mit Kindern zu tun haben sollte. Ich bin so froh, dass ich einen Freund wie Bertrand habe. Die Schwester sagt, er wird auf mich aufpassen. Deine Freundin Bebe. So, es gibt so leichte Tonprobleme, merke ich gerade, aber ich muss gleich nachschauen, ob ich sie lösen kann. Ich weiß nicht, ob ich einen Schnipsel verpasst habe. Ich muss es riskieren! Ich weiß nicht, wo diese Tonprobleme herkommen. Oh, da ist ja noch einer. Warum sie da sind. Aber beim nächsten Kontrollpunkt oder beim nächsten Kapitel muss ich mal nachschauen, was ich da machen kann. Weil das ist natürlich kein Zustand. Eine Möglichkeit wäre, dass ich jetzt hier die Pistole nehme, aber das will ich nicht. Nee.
glaube nicht, dass ich ein Schnipselchen verpasst habe. Es wäre so ärgerlich, das letzte Schnipselchen, ne? Can an Asylum hold memories? Offensichtlich ja. Offensichtlich ja. Was? 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 Er ist also der... Es ist die ein und selbe Person. Aber wie ist es möglich, dass wir ihn so hören können oder so wahrnehmen können? Das verstehe ich nicht ganz. Vielleicht muss ich das auch nicht. Ja, aber nun, was machen wir jetzt? Sollen wir die jetzt alle bannen? Das geht doch gar nicht. Microsoft passt. Sie bannen. Das wusste ich gar nicht. Dass es möglich ist. Salah? Jetzt kann ich mich zumindest hier in Ruhe umschauen. Letztes Bild fertiggestellt. Yes! Du hast das Konzept. Du hast die Konzeptkunstgalerie freigeschaltet. Okay. Das ist ein gutes Gefühl. Das war sogar notwendig. So, dann können wir jetzt das hier craften. Wie gesagt, ich versuche im nächsten Part dann die Tonprobleme wieder zu lösen. Das ist schon mal in einem Part vorgekommen. Tut mir leid deswegen. Es passiert plötzlich und unerwartet. Ich kann nichts dagegen tun. So, okay. Ich möchte die Kinder so sehr schützen. Die Gefahr lauert überall. Der tapfere kleine Bertrand weiß das. Er ist ein bisschen wie meine Blumen. Schön, aber auch gefährlich auf seine Weise. Das Ohr von Pfleger Jackson wird an der Stelle, wo Bertrand ihn gebissen hat, nie wieder heilen. Er traut sich nicht, den Vorfall zu melden. Bertrand trifft keine Schuld. Er versucht, ein anderes Kind zu schützen. Ich möchte, dass die Kinder jederzeit in Sicherheit leben. Ich wünschte, ich hätte genügend Kraft. Esther, 1970. Ich brauche dringend eine Heilung. So, bevor ich das Dokument... Wobei, ich muss, glaube ich, das Dokument nehmen, oder? Ja, nee, hier geht's ja gar nicht weiter in diesen Raum. Vielleicht kann ich rein. Okay, dann greife ich mal danach. So. Ich bin dem Jungen gefolgt. Es ist unglaublich. Die Lage ist schlimm. Wir brauchen dringend Hilfe. Wir benötigen den Ermittler. Feuerwehrhauptmann Jim Wade. So, wir haben von Pearson ein Dokument bekommen. Wir haben von Jim Wade ein Dokument bekommen. Was kann jetzt noch passieren? Wenn du weitermachst, gibt es kein Zurück.
Damit sind wir im dritten Kapitel. Das heißt, uns bleiben noch zwei Kapitel, um das Rätsel zu lösen. Das heißt, wir machen auf jeden Fall im nächsten Part weiter. Deswegen würde ich mich an dieser Stelle darüber freuen, wenn ihr mich mit einem Daumen nach oben belohnt oder mich supporten könntet damit und diesen Kanal abonnieren nicht vergessen, aktiviert die Glocke, damit auch kein weiterer Part von Lost Within verpasst. Und falls ihr neu seid, auf jeden Fall die Playlist abchecken mit dem ganzen Let's Play, wo auch der finale Part, beziehungsweise auch die nächsten Parts, je nachdem wie lange die Kapitel jetzt dauern werden, die werden dann auf jeden Fall noch hinzugefügt. Definitiv, garantiert. Also, ich freue mich auf euch in der nächsten Folge. Macht's gut! Und auf Wiedersehen. Ciao.